Hi Leute, mein Name ist Charm und in diesem Video zeige ich euch heute 10 Übungen, die euch helfen beim Tanzen lockerer zu werden. Viel Spaß! Die erste Übung ist mit dem Kopf. Hört euch einfach irgendeine Musik an und nickt zum Beat. Okay? So ungefähr. Ganz locker. Bleibt dabei ganz locker. Dabei könnt ihr in die Richtung schauen. Dann mal in die andere Richtung. Okay, oder abwechselnd. Die nächste Übung ist wieder mit dem Kopf, aber diesmal gehen wir nach vorne, ja, wie so eine Taube, okay, vor und zurück. Ja, von der Seite wäre das so, vor, zurück, andere Seite, vor, zurück, okay. Bleibt dabei locker und nickt nach vorne. So, hey, zack, zack, okay, seitlich, Abwechslung, okay, mehrmals, zack, zack, wieder vor. Kommen wir zur dritten Übung. Ja, wir hatten eben den Kopf, diesmal gehen wir weiter tiefer und zwar die Schultern. Okay? Wir kreisen einfach unsere Schulter nach innen, okay? Immer rein. Ja. Und das machen wir abwechselnd. Das heißt erstmal links, rechts, links, rechts, links, rechts. Kommen wir jetzt zum Brustkorb. Okay? Und zwar drückt ihr euren Brustkorb nach vorne und wieder rein. Ja? Vor, rein, vor. Rein, okay, und in beiden Richtungen, ganz locker. Vor, hey, vor, rein, vor, hey, vor, rein, zack, und zack. Wieder der Brustkorb, aber diesmal seitlich, ja? Also wir drücken nicht nach vorne, sondern zur Seite, okay? Nach rechts und nach links. Guckt, dass euer Becken fixiert ist, dass sich wirklich nur euer Oberkörper bewegt, okay? Das heißt rechts, links, schön locker. Zack, zack, zack. Gehen wir weiter tiefer mit unserem Körper. Okay, wir hatten eben den Kopf, die Schultern, den Brustkorb. Jetzt kommen wir zum Rücken. Ja, das heißt, ihr beugt euch nach vorne, in die Ecke und zur anderen Ecke. Okay, und das ist schön locker. Ja, immer hoch, vor, hoch, vor. Okay, zack, 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 zack und hey, hey. Kommen wir jetzt zur Übung Nummer 7. Ja, und zwar die Hüften. Wir kreisen die Hüften im Uhrzeigersinn. Schön locker, schön groß, okay, und in die andere Richtung, hey, zack, und hey, und hey. Nächste Übung ist mit den Beinen, ja, habt ihr bestimmt schon mal ein paar Tutorials von mir gesehen, okay, und zwar bouncen wir gehen schön in die Knie und wieder hoch, wieder tief und hoch, ja, zack, 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 okay. Wichtig, lasst euren Oberkörper locker, also versteift euch nicht und geht so runter, sondern lasst locker und geht in die Knie. Hey, hey. Tipp Nummer 9 ist wie eben, nur dass wir das Bein anheben. Ja? Das heißt, ich hebe erstmal das rechte Bein an. Dabei geht mein Körper nach unten. Okay? Das heißt, so. Ja? Und dann abwechseln. Das linke Bein. Okay? Und immer im Wechsel. Zack, 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 zack. Ihr könnt es auch mehrmals machen in eine Richtung. Okay? So, abwechseln. Bisschen tiefer und hey. Kommen wir nun zum letzten Punkt. Und zwar ist es keine Übung, sondern eher ein Tipp. Ganz, ganz wichtig, macht euch nicht so viele Gedanken, ob das Ganze jetzt cool aussieht oder nicht so cool aussieht. Ja, habt einfach Spaß und so bleibt ihr auch schön locker. Das waren jetzt meine 10 Übungen für euch. Ich habe das Ganze jetzt schnell gezeigt, aber ihr könnt gerne nochmal zurückspulen und alles üben. Ihr könnt es zu jeder Musik tanzen. Und jetzt mache ich auch die Musik an. Viel Spaß! Wenn euch das Video geholfen hat, dann schreibt uns in die Kommentare,
gebt uns einen Daumen hoch. Weitere Videos von mir, wie zum Beispiel Wie tanze ich im Club, findet ihr hier. Abonniert unseren Kanal und schaut euch den Rest von unseren Videos an. Viel Spaß!